So, hallo von der ISA in München. Ja, ein kurzes Video zu dem Bosch Smart System, Bosch Kiox 300. Es gibt einige Videos darüber und viele finden das System super, manche finden es nicht so toll, weil man eben nur dieses kleine Display hat oder den Handyhalter. Aber wie man hier sieht, es geht auch beides. Auch da gibt es schon ein Video drüber. Und ja, ich zeige jetzt mal ein paar Besonderheiten. Zum einen mal der Anschluss, wie schließt man das Ding an? Das Originalkabel geht bei mir Außenrahmen hoch ins Originaldisplay, in den Originaldisplayhalter. Von dort ist ein zweiter Anschluss, der normalerweise dann zur Remote Control geht, hier rüber zu der Einheit. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern das Kabel, was hier dann rausgeht, geht rüber in diesen Halter. Na, wir machen den Smartphone Grip mal ab. Hier sieht man das. Das Kabel geht dann von dem Display hier rüber. Und von dem geht dann das weitere Kabel, ein zusätzlich bestelltes, hier rüber zur Remote. Ja, was habe ich bestellt? Ich habe einfach nochmal einen Halter bestellt, nochmal einen Halter für den Grip selber, dann natürlich den Smartphone Grip und eben nochmal ein Kabel dazu. Das gibt es alles auch als Set. Ja, dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, ich habe hier zwei Halter bestellt. Leider gab es den spiegelverkehrten nicht mehr, der war nirgends lieferbar, darum ist der jetzt hier falsch montiert, also mit der Schraube nach oben. Sieht nicht so schön aus, aber macht nichts. Ich habe das deswegen gemacht, weil mein Lenker einfach nicht gerade ist. Der wird hier relativ schnell nach dem Vorbau schon schmaler. Und wenn ich das originale Ding einfach nur so montiere, wie es gedacht ist, dann rutscht das Ding einfach nach einer Zeit ab. Vor allem, wenn dieses schwere Smartphone dann hier drin steckt. Das Ganze wackelt und bewegt sich. Ich kann auch das hier nicht vertauschen, also könnte ich theoretisch schon. Das Problem ist aber auch hier dann, wir warten mal, bis es aus ist. So, das Problem ist auch hier, der Originalhalter von meinem Fahrrad, der ist relativ wobbelig, ja. Und wenn ich hier das schwere Handy drauf mache, dann fängt es auch an, sich zu verstellen und egal wie fest man es schraubt. Deswegen habe ich das Originaldisplay am Originalhalter und habe hier doppelt diesen Halter montiert. Wie habe ich das gemacht? Ja, hier natürlich mit der Originalschraube, ganz normal. Und hier einfach auch nochmal eine Schraube rein. Oh, sieht man das jetzt? Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob man irgendwie so hinschauen kann. Ich habe einfach in den Halter auf der Gegenseite nochmal ein Loch gebohrt. Da ist genug Platz. Also wenn man dieses Ding hier rausschraubt, das kann man herausmachen, dann sieht man, dass da genug Platz ist. Und dann kann man da wunderbar einfach die Schraube durchjagen. Das hält bombenfest. Jetzt kann sich das ganze Ding hier nicht mehr verstellen. Es ist also richtig fest. Da kannst du auch ein richtig schweres Handy reinpacken. Da wackelt nichts, da fliegt nichts ab. Da kannst du auch über grobes Geröll holpern. Das ist völlig wurscht. Das ist alles bombenfest. Und ja, warum braucht man beides? Naja, ich kann jetzt aufs Rad aufspringen, ohne das Handy reinzupacken, einfach anschalten und mit dem normalen Kiox fahren. Wenn ich einfach jetzt sage, ich fahre irgendwo, wo ich mich auskenne, ich brauche kein Navi, ich brauche nichts, ich will einfach nur meine Daten drin haben, ja, dann habe ich hier alles, was ich brauche, ne, und kann auch ganz normal durchswipen. Aber wenn ich längere Touren fahre, möchte ich vielleicht das große Navi vom Handy nutzen können, vielleicht auch Google Maps nutzen oder eben die Navi-Ansicht von der Flow-App. Ja, dann kann ich das eben auch nutzen und kann gleichzeitig hier parallel auf alle Daten zugreifen und muss somit nicht im Handy umeinander wischen. Sonst müsste ich ja quasi immer wieder die Kartenansicht vom Handy zur Seite schieben, um dann die Daten einzeln zu sehen. Wobei man in der Kartenansicht sowieso nahezu alles sieht, außer man fährt mit Google Maps. Dann sieht man gar nichts vom Rest. Genau. Und dann macht es total Sinn. Und es stört halt auch nicht. Ja, also ich meine, das Handy ist dann hier reingesteckt und wie gesagt, ich hatte es erst hier. Funktioniert aufgrund dieser wackeligen Konstruktion hier nicht bei dem Rad. Es stört auch hier überhaupt nicht. Ja, hier ist genug Platz. Genau. Und ja, wie gesagt, das mit den zwei Haltern muss jeder selber rausfinden, wie es bei seinem Lenker funktioniert. Bei meiner Freundin, bei ihrem Fahrrad funktioniert das mit einzelnen Halter. Das geht einer nach oben, einer nach unten. Das passt wunderbar. Bei diesem Lenker hier funktioniert es einfach nicht, weil ein Halter nicht allein hält. Somit stützt sich das und ist halt, wie gesagt, bombenfest. Ja. Noch eine Kleinigkeit nebenbei. Natürlich, wenn das Handy hier eingespannt ist und die Flow-App aktiv ist, kann ich hier weiter die Seiten vom Kiox durchschalten.
nicht aber die Seiten in der Flow-App. Die müsste ich dann am Handy selber mit links und rechts wischen verstellen. Aber macht man dann in der Regel eh nicht. Ja, so viel mal zu dem Thema. Vielleicht hilft es ja irgendwem. Der Einbau war super simpel und ist überhaupt keine Aktion. Wie gesagt, diese Halter werden einfach in Reihe geschalten. Ein Kabel raus, in einen Halter rein, von dem Halter in den nächsten, von dem dann zur Remote. Andersrum geht genauso, ist völlig egal.